Hallo Brit. Also, liebe Lieselotte. Also, das Singen ist eine Sache, die jetzt nicht erst im Alter zu dir gekommen ist, sondern Gesang und Musik war schon immer ein Riesenteil in deinem Leben, glaube ich, oder? Ja, Brit, also ich bin vom Beruf Musiker und habe bei Heidi gemodelt. Ja. Hab's versucht. Ja. Bei Heidi heißt bei in ihrer Show, ja. Germany's Next Topmodel. Ja. Und es war so interessant, weil du hast ja im Grunde diese Best-Ager-Kategorie bedient, was ja recht neu war in dem Moment. Ne? Also ja. Nicht nur schön sein und modeln und so weiter für ganz junge Mädels, sondern nein, auch die reiferen Frauen bedienen das. Und du warst sozusagen absolutes Sinnbild dafür. Ja, das ist natürlich sehr besonders und ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an für dich klar war, dass du sowas mal machen würdest, oder? Ja, niemals. Also als junge Frau wäre mir das zu oberflächlich gewesen. Also Model von A nach B, mein Gott, Kleiderständer oder irgendwie. Da wollte ich einen Job machen, wo ich gebraucht werde. Ne? Ich war ja Lehrer, das habe ich auch gerne gemacht. Du warst sogar sehr lange, ich glaube, ich muss mal kurz schauen. Du warst Gymnasialmusiklehrerin und du warst auch Dozentin für Rock- und Popmusik. Ne? Ja, ja. Mega cool. Ja, Gesangsdozentin für Rock- und Popmusik an der Hochschule der Künste Berlin. Und mit jungen Menschen zusammen zu sein, das war mir immer ein Vergnügen. Und ich meine eben, ich habe ja GNTM mitgemacht und das war eben ein Vergnügen. Das konnte ich mir nun als Rentnerin leisten. Und jetzt dachte ich, oh, jetzt suchst du dir mal aus, was könnte dir noch Spaß machen? Aber was war der Impuls zu sagen, ich bewerbe mich da jetzt? Also ich bin ehrlich, Britt, ich habe ja GNTM schon immer geguckt. Und sicher gibt es da so, wo man dann mal sich was zu trinken holt, wenn der Tratsch losgeht irgendwie in der Villa. Aber ich mochte die Profis, die Professionalität, die Mode, die Designer. Und da habe ich manchmal gedacht, ach Mensch, für uns ältere Frauen, ja, das ist, uns will ja da keiner. Dabei, die Industrie hat es begriffen, wir haben ja das Geld. Also wir kaufen ja die Kleider. Selbst die sogenannte werberelevante Zielgruppe, wie man so im Fernsehen sagt, ne, die hat sich auch ein Stück weit wieder verlagert, weil genau das ist es. Heutzutage sind ja, ich sag mal, Best-Ager oder alles, was anfängt, über 50 stattzufinden. Viel ist viel moderner, weltoffener, hat oft die Kohle in der Tasche, ist viel ja, offener dem Leben gegenüber, als es vielleicht früher mal der Fall gewesen sein mag. Ne? Aber was hat bei dir das so ausgelöst, dass du dich noch mal an Sachen rangetraut hast, die dir vorher, wie du sagtest, zu trivial erschienen? Ja, also Fakt ist ja eins, immer generell, wenn man älter wird, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, das hat einen Vorteil. Da kommt zwar die Falten, aber man macht sich weniger was draus, was andere denken. Man wird lässiger, ne? Ja, also innen drin, das Selbstbewusstsein ist bei mir gewachsen, je älter ich werde. Ja, ich habe mich noch nie so über das Äußere so sehr definiert. Aber da definiert man sich noch weniger über das Äußere. Gott sei Dank entwickelt man hoffentlich andere Qualitäten. Ja, bestenfalls ist das so tatsächlich. Ne? Aber ich finde, du sprichst es tatsächlich auch genau aus. Also dieser Reifeprozess, den man macht, ne? Dass man den Druck gar nicht mehr so stark empfindet. Weil erstens, man weiß, man kann an einigen Stellen gar nicht mehr standhalten. An anderen kann man viel besser abliefern. Das ist einfach eine Verschiebung, der Verlagerung der Qualität. Ne? Ja. Ich würde gerne mal gucken, weil wir haben ja Bilder von dir auch, als du bei Germany's Next Topmodel deine Bilder gemacht hast. Es gab sogar ein Nacktshooting. Na, hör auf. Wie da wollte ich doch abreisen. Nee. Die gucken wir nicht an. Nein, gucken wir nicht an. Da habe ich ja gestreikt bei ProSieben. Ich sage, jetzt reise ich ab. Ja, verstehe. Pass auf, wir gucken mal erst mal die Bilder an, ganz allgemein. Also, das sind Catwalk-Bilder. Du siehst natürlich wirklich gut aus, muss man sagen. Du hast ganz tolle Beine und fantastische Figur, alles. Du siehst ultimativ lässig auf diesen Fotos aus. Ganz toll. Wie machst du das? Wieso hast du das so? Ich war, weiß Gott, absoluter Laie, im Gegensatz zu den anderen Profimädels. Ich musste es wirklich erst lernen. Und herrlich war ja, wie Heidi sagte, also Lieselotte, du guck doch mal deine Außenwirkung, guck doch mal in den Spiegel. Aber da habe ich begonnen, auch mal in den Spiegel zu gucken. Ich gucke nicht jeden Tag immer, ich mag das nicht. Gibt auch andere Sachen, ne? Aber weil ich ja Sängerin bin, tut mir das gut, weil ich stand ja damals auch auf der Bühne und jetzt bin ich kontrolliert. Also wenn du jetzt sagst, Lieselotte, jetzt wird fotografiert, geh mal in Pose, dann mache ich das. Ja, ja. Das Nacktshooting, da würde ich trotzdem noch mal gerne sprechen. Wir haben keine Bilder. Aber ich finde, das wäre mein Nadelöhr an deiner Stelle gewesen. Wie war das für dich? Also ich muss sagen, für mich ist das ein Riesenproblem. Ich habe ja gleich gesagt, als ich mich beworben hatte, also beim Nacktshooting, wenn das dann ist, dann steige ich aus. Du hast es aber dann gemacht, ne? Du hast dieses Shooting dann durchgezogen, ja? Wie war das denn für dich? Na, soll ich dir mal sagen, warum?
Also ich habe da, ich war bockig, habe mich da hingesetzt und ich sage, aber nicht bockig. Ich wurde dann auch gefragt, Lieselotte, ich habe gesagt, nein, das ist privat, das mache ich nicht und man wird dort zu. Das will ich mal klar sagen. Ich habe Prinzipien gehabt. Ja, aber man wird, das muss ich wirklich mal sagen für diese Sendung, man wird dort zu nichts gezwungen, weil manche immer so erzählen, da wird man irgendwie mal zu nichts. Ja, ganz gut, dass du das mal sagst, weil ja. Das ja. Ist mir ganz, das finde ich ganz. Weißt du? Ja, da bin ich dankbar für meine Kollegen bei ProSieben, aber ich bin auch selbst für mich jetzt hier dankbar, weil ich finde es total wichtig, dass man mal versteht, weil Fernsehen genießt nicht immer den besten Ruf. Ja. Deswegen freue ich mich, dass du das sagst. Ja, weißt du, Britt, oh, ich könnte ja hier erzählen, kannst du mit mir alleine die Show machen? Aber du hast auch so Diplomatie, so wunderbar respektvoll mit deinen Gästen. Danke. Und man wird dazu nicht gezwungen. Und was da manchmal so als Zickekrieg darüber kommt, das sagen die Mädels selber. Und dass da die Kameras dabei sind, das ist eine Reality-Show, das weiß man ja. Ja, das gehört dazu. Also muss man wissen, was man sagt, Rückgrat haben. Ja, genau. Und so da hilft das Alter auf jeden Fall, weil ich glaube, Rückgrat bildet sich über das Älterwerden immer deutlicher heraus. Also wenn man sehr jung ist, hat man vielleicht eine laute Meinung, aber noch nicht lange das stabile Rückgrat. Der Gruppenzwang ist da stärker. Ja. Ne? Mein Thema ist ja heute Hilfe 50, Ende oder Neuanfang. Deine Einschätzung? Also für mich, ich muss ehrlich sein, war der 50. Geburtstag ein Graus. Ja. Aber wie gesagt, du siehst aus wie 35, ne? Oh, du bist ja süß, das ist das viele Make-up. Also du sagst, es war ein Graus, aber ich... Nun, liebe Leute, gib mir ein Aber. Es war ein Graus, aber... Es war ein Graus, ich habe nicht gefeiert. Ich war nur mit meiner Schwester, hatte schlechte Laune den Tag. Und dann habe ich aber mit Anfang 50 meine große Liebe entdeckt. Wirklich? Und ich schäme mich nicht, das zu sagen, der war 18 Jahre jünger. Ja, aber das ist super. Also das freut mich. Und bist du auch heute mit dem noch zusammen? Oder? Nein, das nicht war... War nur großartig. Das war in Italien eine große Liebe. Ne? Und, okay. Und ich bin schon viele Jahre alleine. Wir sind schon direkt so im Thema. Da passen meine nächsten beiden Gäste, finde ich persönlich, wirklich hervorragend rein. Denn die beiden sind weit entfernt vom Jungsein. Aber wenn man jetzt denkt, man redet über zum Beispiel Sex, ja, dann das wäre nur was für junge Leute. Da kann ich ganz klar schon mal eins sagen. Ne? Ja, die sollen aber mal selber erzählen. Ich freue mich ganz doll, dass sie hier sind. Hier sind Bernhard und Magda. Magda, setz dich doch gerne. Setz euch einfach hin, genau. Soll ich mal ein bisschen ranschieben? Setz dich mal hin. Ich dachte, ich mache es euch ein bisschen bequemer. Sehr schön, ja? Sehr schön. Ist ja manchmal so unbequem, wenn man immer so lange stehen muss. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Danke. Also ich habe schon ein so nettes Gespräch gerade mit Lieselotte gehabt. Das war schon großartig. Ja? Und ehrlicherweise kriegt man, wenn man Lieselotte zuhört, unheimlich Lust aufs Älterwerden, muss ich echt sagen. Wie ist es denn bei euch? Ihr seid jetzt seit vielen Jahren verheiratet. Im Juni werden 57. Oh. Wow. Sehr cool. Lasst uns eine Zeitreise machen, denn wir gucken mal euer Hochzeitsbild, glaube ich, an. Oh. Das müssten wir nämlich vorlegen. Oh. Ganz süß. Wie alt wart ihr denn damals? 20. Ganz jung. Bei 20. Blutjung, ja. Das heißt, in eurem Leben kann es dementsprechend ja gar nicht so wahnsinnig viele andere Erfahrungen mit Beziehungen gegeben haben, nehme ich an. Ne? Nee. Eher wenig, ja. Eher weniger, wenig. Ja. Ist ja klar, wenn man 20 zusammen sich kennenlernt, dann zusammenbleibt. Wie würdet ihr, jetzt mal so mit einem Satz, wie würdet ihr beiden eure Ehe über die ganzen Jahre beschreiben? Stabil und einfach gut, eine gute Beziehung. Ja, toll. Ja, toll, ist toll. Das ist gar nicht... Es gibt bestimmt viele Paare noch, die zusammen sind, aber nicht jeder würde das mit so einem klaren Satz oder Wort umreißen. Ja? Könnt ihr mir euer Geheimnis verraten? Sprechen. Sprechen und widersprechen. Alles. Immer, alles, immer sprechen. Alles, immer sprechen. Und wer macht was? Nein, nein, nicht widersprechen. Sie meinte nochmal sprechen. So, sprechen und nochmal noch sprechen. Ah, verstehe. Also es geht sprechen, sprechen, sprechen. Ja. Da rennt ihr natürlich bei mir offene Türen ein. Wir sprechen über alles. Trotzdem, das ist ja nur eine Seite eurer Beziehung. Es gibt ja auch zum Beispiel die erotische Seite. Und das weiß ich wirklich aus vielen Gesprächen, egal jetzt ob hier oder mit Freunden und so weiter. Das ist häufig ein Problemthema bei ganz, ganz vielen. Ja. Gerade in älteren Beziehungen.
geht es weg oder hat eine Unwucht, sag ich mal. Wie ist es bei euch? Na, wir haben versucht, das zu revitalisieren, nicht? Ja, das heißt was? Auch über Gespräche. Na, meine Frau hat da was gesehen, sie soll selber erzählen. Ja, ja. Na, dann hau raus. Ja, also ich, es ist aber schon 6 Jahre. Nein, mehr länger, 2012 war das. 2012, im Fernsehen. Über einen Swingerclub, immer den Swingerclub, da schwingt man, tanzt oder was weiß ich. Ich hatte keine Ahnung. Und das habe ich dann meinem Mann erzählt, der ist noch im Bett gelegen. Sag ich, du, irgendwie macht mich das neugierig. Wirklich? Ja. Und was, ja, was sprich du dort? Weit. Also, was geschieht dort? Vor 6 Jahren, das muss ich mal kurz fragen. 2012 war das. 12. Ach, pardon. 2012. Da wart ihr dann aber auch schon locker über 60. Ja, locker. Na, mit 66, da beginnt es ja. Nicht? Ja, sag fängt das Leben an. Ja, also, ja. Lieselotte, du hörst genau mit zu. Ja, da kann ich was lernen hier von euch. Ja, pass auf. Da kommt noch, warte mal, du wirst dich gleich noch wundern. Und sie sich auch. Also, mit 66, da fängt das Leben an. Das habt ihr dann wirklich sehr wörtlich genommen. Wie war denn zu dem Zeitpunkt euer Liebesleben? Da wart ihr viele Jahre schon verheiratet. Ja. Blau. Bisschen im Versanden, nicht? Also öde. Na, ja, öde nicht gerade, aber... Im Versanden, also... Nicht mehr, hat nicht mehr viel stattgefunden. Genau, schon, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Intensiv, ja, genau. Ja, was zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr normal ist. Ist also, normal, ja, würde ich auch sagen. Aber trotzdem irgendwie auch schade, ne? Und ich glaube, für viele Paare ist es auch ein Problem, weil einer der Partner dann das Gefühl hat, mir fehlt was oder auch beide. Ja, und oft nicht gesprochen wird, ist ja auch so ein Thema. Umso interessanter, dass du dann gesagt hast, ey, das finde ich irgendwie spannend. Ja, da gehört schon was zu, das auch so auszusprechen vor dem anderen, ne? Den Swingerclub. Ja? Sicher, also da sind wir dann hingegangen. Aber, also nochmal, um das kurz nochmal zu klären. Der Swingerclub, das heißt, das ist ein Club, ich muss es, viele wissen es, trotzdem sage ich es nochmal. In einem Swingerclub treffen sich Menschen, die sehr freizügig mit Sex umgehen, sagt man. Die so sexuell so offen sind, dass sie Partner tauschen oder dass sie Partner mit in ihre Beziehungen reinlassen. Ja. Oder? Ja. Erzähl mal, konkret. Ja. Ja, und dann setzen wir so, wie wir hier sitzen, an der Tresen. Und da haben wir uns Getränke bestellt und haben gesprochen über Reisen, über alles Mögliche, nur nicht über Sex im Moment. Es muss ja nicht sein, dort. Muss ja nicht sein. Aber wart ihr gar nicht verlegen in dem Moment? Ich wäre total verlegen. Warum denn? Weiß ich nicht. Naja, wenn wir reingegangen sind zum ersten Mal, haben wir uns schon gedacht, sind wir da fehl am Platz in unserem Alter, das muss ich schon sagen. Ne? Also selbst aber jünger wäre ich verlegen. Aber wir haben die Barfrau gefragt. Ja. Und die hat gesagt. Und die mal gefragt, sind wir da hier nicht zu alt, für, dass wir da hier kommen? Hat die gesagt, ihr seid jünger im Herzen wie viele andere. Ja, süß, sehr süß. Wie alt sind denn dann die anderen dort? Von bis. Von bis. Also von Junge, 20, 30. Von 20 bis 60, 70. 80. Ich glaube, es ist total spannend für viele, das auch mal beschrieben zu bekommen, weil viele kennen das mal vom Hörensagen, aber können sich kein Bild machen. Insofern, das heißt, man sitzt da, man trinkt, man isst was. Wie geht das dann? Es muss überhaupt nichts geschehen. Gar erstens, nichts. Wenn man ein Angebot bekommt, ist ein Nein. Und da wird nicht mehr diskutiert drüber. Und es wird auch kein Urteil abgegeben über den anderen, ob, über sein Aussehen, über seinen Körper, nichts. Aber kommt da, also das heißt, man macht sich sicher sehr hübsch, man, ne? Man zieht sich gut an. Ja, sexy, irgendwie gekleidet, je nachdem, jeder wie er will. Aber nackt, oder wie? Nein. Ist nein. Nein. Nicht? Nein. Ihr merkt, ich bin total naiv. Ja, es ist Zeit, dass sie mal in den Swingerclub so, also sitzt ihr dann da so ganz... Ja, du ja, schon sexy. Kannst da ja dann ein Handtuch umwickeln oder was weiß ich. Ah, okay, aber man ist schon so ein bisschen entkleideter als... Ja, ja, so. Da kommt also jemand und setzt sich dann einfach zu euch und sagt, Mensch, ihr seht total nett aus, darf ich mich zu euch sagt setzen? Er nicht. Nein. Er setzt sich her, man plaudert und man wird sich, wenn, im Gespräch einig einfach, ohne dass man da viel darüber redet. Das merkt man ja sofort. War denn eure Beziehung vorher schon so geöffnet, sexuell, dass ihr auch mit, dass ihr andere da reingelassen habt? Nein. War das keine Grenzüberschreitung in dem Moment? Es ist ja auch nicht allzu viel passiert, außer dass wir Sex hatten, okay. Das heißt, ihr seid nicht aktiv mit anderen? Nein überhaupt nein. Nicht. Muss auch nicht. Okay. Muss das heißt, könnte, nicht. Aber man muss nicht. Ah, verstehe. Das heißt, es geht mehr um das Ambiente, das, ich sag mal, sexuell angeschwängerte Ambiente da, Richtig. Das sich sozusagen überträgt auf einen. Ja, eine Anregung. Verstehe. Aber was hat sich denn verändert? Weil ihr sagt ja ganz klar, das war für euch aber das Eintrittstürchen zu einer Veränderung in eurer Sexualität. Inwiefern? Zu unseren Frühstücksgesprächen. Ja.
Wir haben jeden Tag in der Früh beim Kaffee gesprochen über Sex, über Liebe und über alles. Haben eigentlich uns durch alles inspirieren lassen. Ja. Also, echt, ja? Ja? Und bis heute ist es so? Ist das bis heute, ja. Das ist bis heute. Ist ja mega. Das hat, ja, fantastisch. Also, welche Inspirationen sind das denn? Also, was, wenn du, ihr sagt, ihr habt diese Frühstücksgespräche, wie lasst ihr euch denn inspirieren? Ja, durch einen Zeitungsartikel, durch einen Sexfilm, durch alles Mögliche, ja. Es gibt Anhaltspunkte genug. Also das ist ja total toll, dass ihr da so frei mit umgeht. Das finde ich fantastisch, weil ich glaube, ganz viele denken immer so, Sex und Alter passt für viele gar nicht so zusammen. Und das stimmt ja überhaupt gar nicht. Ne? Wir haben ein Buch geschrieben, ja. Oh, zeig mal her. Das ist unser Buch, das wir geschrieben haben. Bernhard und Magda Bauer, Liebesleben. Unsere Anregung an die Menschen. Sprechen, sprechen, sprechen. Das, ja, ist das, das ist das Aller, Allerwichtigste. Talk, talk, talk. Ich bin voll bei euch. Lieselotte Sommer, wenn du das jetzt hörst, wie findest du das? Das ist schon toll, finde ich, oder? Ja, du, was findest du so lustig gerade? Also es ist doch schon irgendwie cool, oder nicht?